Heute wird es schön sommerlich auf diesem Kanal. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt auf den Geschmack. Ich habe heute auf jeden Fall wieder was Schönes für euch und ich würde sagen, let's go. Moin Freunde und willkommen bei Fresh Poseidon. Gaming Booster Reviews and more. Heute wieder mit einem Triebwerk Energy Video auf diesem Kanal. Ich wurde jetzt mehrfach gefragt, ob ich nicht die neue Summer Edition von Triebwerk testen könnte. Und ihr kennt mich, euer Wunsch ist mir natürlich Befehl. Deswegen habe ich jetzt hier die neue Summer Edition stehen. Vielen lieben, lieben Dank, Triebwerk, dass ich die Summer Edition testen darf. Und vielen Dank für eure Unterstützung. Wir schauen uns das Ganze jetzt einmal an. Hier ist die wunderschöne Box. Das ist tatsächlich auch meine erste Box, auch wenn man da jetzt eine Box steht. Aber das ist hier halt so eine offizielle Box mit Logo und so weiter. Steht ja auch drauf, Summer Edition. Wir schauen uns das Ganze jetzt einmal an, machen das Ganze einmal auf. Hier ist der Flavor. Wir haben hier einen Erdbeergeschmack mit drinnen, einen reinen Erdbeergeschmack. Also ein Single Flavor, sag ich mal. Allerdings hat das Ganze was Besonderes, denn diese Edition ist auch so abgestimmt, dass ihr das Ganze wunderbar mit Milch trinken könnt. Also sowohl mit Wasser, aber auch mit Milch. Bedeutet, heute wird es einen kleinen Doppeltest auf diesem Kanal geben. Wir schauen uns das Ganze jetzt einmal an. Wir haben bei Triebwerk nämlich eine kleine Änderung. Das hatten wir allerdings auch schon beim Blaubeere Vanille Flavor. Und zwar wurde der Koffeingehalt bei Triebwerk gesenkt auf 200 Milligramm. Finde ich auf jeden Fall gut. Wir haben pro Portion 2,3 Gramm Zucker. Finde ich also absolut nicht schlimm. Also auf 10 Gramm, wenn ihr jetzt einen Gaming Booster trinkt, da habt ihr 2,3 Gramm Zucker. Wir haben hier auch Guarana-Extrakt mit drin, Ginseng-Extrakt, Pfeffer-Extrakt ist noch mit drin, Cholin, einige Vitamine. Also auf jeden Fall ist hier einiges am Start. Und ja, ich bin jetzt wirklich sehr gespannt darauf, wie das Ganze schmecken wird. Und möchte euch auf jeden Fall noch auf eine Aktion aufmerksam machen. Und zwar hat Triebwerk jetzt eine 5 für 2 Aktion ab dem 9.6. Bedeutet also, 2 Dosen kaufen, 5 Dosen bekommen. Ist auf jeden Fall eine sehr krasse Aktion, habe ich so auch noch nie gesehen. Wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt, dann könnt ihr gerne den Code FreshPoseidon5F2 nutzen. Ich werde das hier auch gleich einblenden. Da könnt ihr natürlich die 5 für 2 Aktion mit nutzen. Ihr könnt natürlich aber auch gerne den normalen Triebwerkcode benutzen, wenn ihr den benutzen wollt. Und ja, wir werden also das Ganze, also wie gesagt, einmal mit Wasser und einmal mit Milch trinken. Ich finde, bei so Single Flavor ist das immer so ein bisschen, da läuft immer so ein bisschen die Gefahr, dass der Geschmack irgendwann eintönig wird. Ich mache das Ganze jetzt einmal fertig. Wir werden mit der Wasser Edition starten und dann sehen wir uns gleich zum Geschmackstest wieder. Bis gleich. Eine Ewigkeit später. So, ich habe das Ganze jetzt fertig geshakt und jetzt wird auf jeden Fall probiert. Wie gesagt, wir starten mit der Wasservariante, beziehungsweise ich habe hier noch kohlensäurehaltiges Wasser reingemacht und jetzt wird probiert. Also was mir im allerersten Moment direkt auffällt ist, wir haben hier einen richtig schönen natürlichen Erdbeergeschmack. Schmeckt schön fruchtig. Wir haben hier so eine ganz leichte Säure von der Erdbeere mit drinne, aber auch so eine schöne Süße. Gefällt mir ganz gut, schmeckt schön ausgewogen. Der Erdbeergeschmack ist auf jeden Fall schön intensiv. Es ist nicht zu lasch im Geschmack. Das finde ich bei Triebwerk immer besonders gut, dass sie immer darauf achten, dass die Aim Boost mal einen schönen Geschmack haben. Ich habe bisher noch keinen Aim Boost gehabt, der zu wenig Geschmack hatte. Es war also immer ordentlich Geschmack mit dabei. Das ist mir persönlich ja immer wichtig. Wobei es dann natürlich dann auch wieder Ausnahmen gibt. Aber hier haben wir auf jeden Fall wieder einen schönen ausgewogenen Geschmack. Insgesamt finde ich den Geschmack mit Wasser auf jeden Fall sehr angenehm. Es ist auf jeden Fall, es ist schön erfrischend. Man hat hier einen schönen, kräftigen Erdbeergeschmack, schöne Süße mit drin, wir haben eine leichte Säure mit drin und es geht eher so Richtung natürliche Erdbeere. Also schmeckt wie so eine frische Erdbeere, wenn man da reinbeißt. Nö, also wirklich kann man sehr gut trinken. Also die Wasservariante bekommt von mir auf jeden Fall schon mal eine gute 9. Geschmacklich wirklich sehr, sehr gut. Jetzt machen wir weiter mit der Milchvariante. Schauen wir mal, was uns da erwartet. So, fertig mit Milch. Jetzt wird nur noch eingeschenkt. Wir haben hier natürlich direkt so einen farblichen Unterschied. Also es fällt natürlich direkt auf, dass wir hier ja so einen leicht rosanen Ton haben. Und es schäumt jetzt noch ganz schön gut. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie der geschmackliche Unterschied sein wird. Und ich würde sagen, wir probieren.
Also wenn man das mit Milch trinkt, habe ich direkt so im ersten Moment, wo ich es probiert habe, direkt so einen Joghurtdrink vor Augen. Kennt ihr noch diese kleinen dünnen Fläschchen von Aldi? Da gab es so verschiedene mit Erdbeere, Kirsche und so weiter. Und daran erinnert mich das Ganze vom Geschmack her so ein bisschen. Auf jeden Fall sehr lecker. Ich finde, wenn man das mit Milch trinkt, dann kommt der Erdbeergeschmack mehr zum Vorschein. Und dieses leicht säuerliche von der Erdbeere, nicht dieser natürliche Erdbeergeschmack, sondern ja wie halt von so einem Joghurtdrink oder von einem generell von einem Joghurt. Also schmeckt mir wirklich sehr gut. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, welche Variante ich besser finde, ob ich die Milchvariante besser finde oder die mit Wasser, weil mir beides wirklich sehr, sehr gut schmeckt. Bei der Variante mit Wasser hat man ein bisschen mehr so diesen natürlichen Erdbeergeschmack und dieses süßliche und dieses leicht säuerliche. Wenn man es mit Milch trinkt, kommt so mehr Joghurt-Erdbeergeschmack mit durch und so ein bisschen mehr dieses säuerliche von der Erdbeere. Aber natürlich hat man hier auch so eine leichte Süße. Aber ja, es schmeckt auf jeden Fall beides sehr gut. Und unterscheidet sich. Also es ist tatsächlich eine gute Abwechslung, wenn einem das vielleicht mit Wasser ein bisschen zu langweilig wird. Oder an so warmen Tagen wie heute. Ja. Also ich muss sagen, das gefällt mir wirklich gut. Es ist echt wirklich angenehm. Also man kann beides wirklich sehr gut trinken. Dadurch, dass man beides gut trinken kann, finde ich das auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Gerade jetzt so im Sommer ist es natürlich dann auch manchmal ganz angenehm, vielleicht einfach mal einen Milchshake zu trinken. Wobei ich finde, es hat nicht so was Milchshake-mäßiges, sondern mehr was von so einem Joghurtdrink. Gefällt mir aber wirklich sehr gut, weil ich diese Dinger früher wirklich sehr, sehr gerne getrunken habe und es die irgendwann nicht mehr so gab, wie ich sie kenne. Jetzt habe ich sie, sage ich mal, in anderer Form wieder als Gaming Booster. Und ja, im Großen und Ganzen muss ich wirklich wieder sagen, man merkt auf jeden Fall, dass bei Triebwerk immer viel dahinter steckt, dass sie sich wirklich viel Mühe geben, dass das Ganze einen guten Geschmack hat. So wie ich es eigentlich auch von Triebwerk kenne, finde ich auf jeden Fall immer sehr, sehr gut, dass man hier ein gutes Produkt präsentiert mit einem ordentlichen Geschmack. Und ja, also ich bin zufrieden. Bei der Wasservariante haben wir einen schönen Erdbeergeschmack, schöne Süße, leichte Säure. Bei der Milchshake-Variante haben wir ein bisschen mehr Joghurt-Erdbeergeschmack, sage ich mal, und so einen leicht säuerlichen und so einen ganz leichten süßlichen Touch. Ich bin zufrieden. Wenn ihr die Summer Edition von Triebwerk getestet habt, lasst es mich auch gerne mal wissen, welcher ist vielleicht euer Favorit bei den ganzen. Vielleicht habt ihr sie auch noch nicht getestet, vielleicht habt ihr ja Bock, sie zu testen. Wie gesagt, 5 für 2 Aktion, auf jeden Fall mega krass. Und ja, würde mich natürlich sehr über euren Support freuen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Abonniert gerne meinen Kanal, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr immer angezeigt, wenn ein neues Video erscheint. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich bin raus. Peace.